Hallo zusammen. Wenn man auf meinen Kanal geht und die ältesten Videos zuerst anklickt, kommt man auf ein VR-Museum, was man kostenlos runterladen kann und diverse Ölgemälde anschauen kann. Es ist wieder mal an der Zeit, was Kostenloses vorzustellen und ich habe bei Steam Mona Lisa Behind the Glass und zwar PC-Feuer bei Steam kostenlos runterladen für diejenigen, die die Mona Lisa bzw. der Mann dahinter interessiert. Und zwar Leonardo da Vinci. Einst italienischer Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur, Naturphilosoph. Es gibt so vieles, was er gemacht hat und wie er die Menschheit vorangetrieben hat und inspiriert. Das einzige Negative, was ich jetzt schon berichten kann, und zwar sieht man das hier, Deutsch als Sprache wird nicht akzeptiert, sowohl nicht die Oberfläche, nicht der Ton, was aber optisch gar nicht so stört und für diejenigen, die sich grundsätzlich hinter Da Vinci oder beziehungsweise seine Kunstwerke interessieren, so rate ich euch, diverse Quellen einfach aufzusuchen und drüber nachzulesen. Visuell ist es trotzdem sehr gut gemacht und wie gesagt, es ist kostenlos. Schaut euch gerne das Video an und dann könnt ihr es immer noch beurteilen. Viel Spaß. Mona Lisa. Ja, das ist auch der kleine Knackpunkt. Es gibt hier Französisch, Englisch, Spanisch und Mandarin. Da ich von allen Sprachen einigermaßen die Englische verstehe, verbleiben wir bei Englisch. Welcome to the Louvre. A medieval fortress turned royal palace. The Louvre became a museum in 1793. With a history spanning over 800 years, the 40,000 square meter space welcomes nearly 10 million people a year, making it the world's most visited museum. Some 35,000 artworks are displayed here, including a number of famous masterpieces. Ja, und hier stehen wir vor diesem wunderschönen Louvre. Auf Englisch wurde schon eine kleine Erläuterung gemacht, was für mich halt spannend ist. 10 Millionen Besucher pro Jahr. Und das ist automatisch auch das meistbesuchte Museum auf der Welt. Wir haben hier unsere zwei Controller und können uns auf diese Fläche überall teleportieren lassen, was wirklich sehr angenehm ist, auch zum Laufen. Man kann hier gewisse Sachen noch anklicken, wie hier diese Informationspunkte. The Carousel and Tuileries Gardens are an extension of the palace. Occupying nearly 30 hectares, they are home to a large number of outdoor sculptures and vases. The Arc de Triomphe du Carrousel at the entrance of the gardens was built by Napoleon in the early 19th century. Da können wir uns nicht mehr bewegen, aber überall, wo ihr hier jetzt diese hellblaue Fläche seht, da können wir drumherum gehen. Schauen wir mal, ob wir jetzt dahin gehen können. Jawohl. Da können wir uns auch noch hinbewegen. Ach, den kann ich so anklicken. The Louvre, as we know it today, is the result of numerous alterations that took place over the course of more than 800 years. The original construction was located in the area south of the pavilion with a clock and was much smaller than the modern-day palace with its three wings. Okay. Ja, und wie komme ich da hin? Ja, okay, da kann ich nicht hin. Na gut. Made up of 673 glass triangles and diamonds and weighing 200 tons, the pyramid serves as the museum's main entrance. When it was built in the 1980s by architect I.M. Pei, the structure provoked outrage, only to become one of the museum's emblems later on. Mm-hmm. Interessant. Gehen wir mal rein. The Louvre's Grand Gallery is close to 300 meters long. It houses the Italian painting collection, which includes works by Leonardo da Vinci. With 5 paintings and 22 drawings, the museum owns the world's largest collection of works by the master. Okay. Und auch hier könnt ihr euch frei bewegen. Bedeutet, wenn euch jetzt ein Gemälde besonders gefällt, wie zum Beispiel jetzt hier hinten, könnt ihr auch selber sehr nah an das Gemälde rangehen. Natürlich könnt ihr das nicht anfassen, aber schaut mal, wie detailliert das dargestellt ist. Also Wahnsinn. Hier könnt ihr auch diese Informationspunkte anklicken. La Belle Ferronnière. Leonardo painted this portrait during his residence in Milan between 1483 and 1499.
There are several theories regarding the identity of the beautiful young woman in red, but none have as yet been confirmed. Mhm. Ihr könnt natürlich auch selbstständig hier durchlesen, falls ihr irgendwas nicht verstanden habt. Leonardo da Vinci. Wie ich merke, könnt ihr euch nicht jedes Gemälde anschauen, nur jetzt die von Leonardo da Vinci. Diesen virtuellen Einblick wurde ja extra ermöglicht zum 500. Jahrestag von Leonardo da Vinci. St. John the Baptist, one of Leonardo's final creations. The artist painted it during his stay in France, continuing to work on it until his death in 1519. Leonardo da Vinci's depiction of the gracefully twisting saint features an intriguing chiaroscuro. This composition is one of his most mysterious paintings. Dann müsste das ja sein letztes Kunstwerk gewesen sein. Okay. The Virgin of the Rocks, one of Leonardo's key works. This is the first time the artist would depict the Virgin Mary, Jesus, and St. John against a background of rock formations. The new composition, with its complex symbolism, proved immensely popular when the painting was finished sometime between 1483 and 1486. Schade, dass ich da nicht jedes Bild anschauen kann. Okay, was haben wir hier? Extras, Discovery, Mona Lisa. Dann gehen wir mal rein. Captivating, isn't she? I often come here to admire her. It's hard to feel close to her with all these people around, so I usually stay back. She's incredibly popular. She continues to cause a great sensation from the safety of her glass case. Still, there are days when I can't quite see her smile. Days when she seems weighed down by her fame and stardom. The endless reinterpretations of her image and all the extravagant theories surrounding her. I'd love you to see beyond the glass, beyond the image, to see the woman inside the painting. And to show you exactly what makes the Mona Lisa a masterpiece. So much has happened since the first brushstroke was laid down in Florence in 1503. Following her stay in France, the still unfinished Mona Lisa was purchased by King Francois I and became part of the royal collection. She would later survive a revolution, theft, two world wars, several attacks, and journeys across the world. But Mona Lisa bears traces of her past. See this split that nearly disfigured her? The wood panel was deformed by humidity, while the painting hung in the bathroom of King Francois I. Ah, yes, this may look like a canvas painting, but it is actually oil on poplar wood. The panel's dimensions made it possible to paint a large, life-size portrait of Mona Lisa. Mm-hmm. The painting left quite an impression. But its colors have since changed. And the cracks, well, the varnish has yellowed, darkened, and cracked to the point of obscuring original details and colors. I would like to show you a different side of the Mona Lisa that I know. Lisa. Madonna Lisa del Giocondo. In 1503, Mona Lisa was only 24 years old, already the mother of five children. Little did she know her portrait would become the most famous painting in the world. She was called La Gioconda in reference to her husband, Francesco del Giocondo, a wealthy fabric merchant from Florence. The portrait may have been intended for the couple, but it remained in the painter's possession until his death. The artist dies childless, having acted as his own king, priest, and god. And this painting is much more than a portrait. It is the crowning achievement of a lifetime. The greatest deception men suffer is from their own opinions.
and Lisa has not been completely immune to unfounded speculation. I know that her virtue was often questioned due to the appearance of her hair, which was previously believed to be loose. What nonsense! A young lady of her station would never have worn her hair loose. She is wearing a cap and her hair is tied. A few loose strands frame her face. There was also talk of her being pregnant. Oh dear, that varnish makes us see things that aren't there. No need to explore what's under the paint to see that she is superbly attired. Her clothes are very refined, in keeping with her station as a wealthy lady. The main challenge here was to faithfully depict the successive layers of fabric while retaining their transparent appearance. Such a task required great skill in the rendering of light and shade. Details make perfection, and perfection is not a detail. There are several details that would have been highly significant at the time. Portraits sometimes included clues or characteristic attributes alluding to the sitter's name. For instance, the juniper branches in the portrait of Ginevra de Benci, also painted by a certain Leonardo da Vinci. Ginepro is Italian for juniper. But Mona Lisa holds nothing in her hands, and there are no physical elements that could provide clues about her identity. Shall we look at another detail? Namely, that truly essential, characteristic part of the portrait that is her smile. The elusive smile alluding to the surname of the lady's husband, Giocondo, from the Latin jucundus, meaning happy or jovial. How could his wife, La Gioconda, do anything but smile? But Mona Lisa's smile is much more than a clue about her identity. It also conveys the intricacy of human emotion. Nearly devoid of pigments, the thin layers of oil paint, sfumato, create a light haze, making the transitions from dark to light almost imperceptible. The blurred outlines create the illusion of movement in certain areas. The greatest challenge for any painter is making an image lifelike. Along with smiles and gazes, movements and gestures can also show a state of mind. For instance, hands communicate emotions and intentions to the viewer. Watch closely now. See how Mona Lisa turns to welcome us to her loggia. One hand lightly resting on the other. This backdrop is the result of a lifetime spent studying and carefully observing nature. The artist creates the illusion of depth by progressively softening edges and varying color hues according to distance. This is the principle of atmospheric perspective. In this imaginary landscape, we can see allusions to the history and slow formation of the world, the battle of the elements, the water shaping the earth, and man's attempts to clear a way for himself. I would love to fly over this make-believe landscape, wouldn't you? Kann ich? Whoa. Okay, das sind diejenigen, die jetzt auch mitgewirkt haben und fertig. Also wo ich das erste Mal in diesem Raum stand,
Da habe ich echt gedacht, die Mona Lisa ist größer. Irgendwann habe ich mich damit abgefunden. Leider war der Raum auch komplett voll, wo ich war. Und man hatte sie ja, noch schlechter gesehen. Somit ist es hier einigermaßen akzeptabel. Wobei ich mir wünschen würde, einfach näher dran zu kommen. Das ist ja eh die virtuelle Welt. Gehen wir mal noch auf Extra. Das kann ich mir jetzt selber anklicken. Ah, okay. Das sind die unterschiedlichen Kategorien. Jetzt bin ich bei der Mona Lisa selber und kann mir noch alles hier unterscheiden zwischen Identity, einem Figure in Motion, der Portrait. Warte mal, das Portrait. Wenn ich jetzt auf das Portrait klicke, habe ich diese zwei Möglichkeiten. Einmal das Lächeln. Ah. Und das ist die Augen. Die Figur in Motion. Die Pose. Okay, dann wird hier tatsächlich jetzt alles erklärt. Hairstyle. Okay, dann ist es tatsächlich das, was schon im Video angedeutet wurde. Gehen wir mal zu den Namen. Lisa Maria Gherardini was born in May 1479. Okay. Im Alter von 63 Jahren gestorben, 1542. Okay. Ihr habt ja auf jeden Fall eine Vielfalt von Informationen. Alles halt auf Englisch. This landscape was not painted from life. Flight. Ah, hier kann ich nochmal selber fliegen. Nee, kann ich nicht. So wie ich damals verstanden habe, waren das ja die Skizzen von Da Vinci. Er hat sich ja wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, sowohl in der Tierwelt abgeschaut, wie es möglich wäre zu fliegen. Und das waren ja einige Skizzen von denen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es in der gleichen Form ist. Muss ich nochmal nachrecherchieren. Ah, das. Okay, auf jeden Fall sehr viel Hintergrundinformation. Ich bin einfach fasziniert, die Mona Lisa in diese animierten Figur. Das ist irgendwie gruselig. Zentimeter 53 breit, History 911. Hm. Okay, das wusste ich. Ich frage mich immer noch, ob es wirklich die echte Mona Lisa, die da hängt. 500 Jahre alt, das war zum Todeszeitpunkt, gell? Split, genau. Die Pose von Isabella de Este. Tschüss, Mona Lisa. Gut, das war's. Mehr gibt's ja nicht zu sehen. Schade, dass man sich im Louvre nicht komplett durchbewegen kann und sich die Informationen einholen kann, auch zu den anderen Bildern. So, dann beenden wir das Video. Mehr gibt's nicht zu sehen.
Aber es hat sich trotzdem gelohnt und wir dürfen nicht vergessen, es ist kostenlos. Das war's von der wundervollen Mona Lisa und der kleinen VR-Einblick. Natürlich würde ich mir wünschen, dass man sich frei bewegen kann in diesem Museum bzw. auch andere Museen. Wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann mal dazu. Auf jeden Fall, der kleine Einblick hat mir gereicht und ich betone es nochmal, es ist kostenlos. Probiert's aus. Ich würde mich freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.